Servus und hallo bei Another Dope Show. So, da war. Also, ich bin ja da von Friedberg dann enttäuscht worden von diesem Staatsanwalt. Hab versucht, das aufzuarbeiten am Anfang, hab dann mit den Therapeuten geredet, die haben gesagt, ja, komm, jetzt nicht gleich abbrechen, bleib da. Vielleicht kriegen wir doch noch hin. Und ja, die haben auch für mich geschrieben und gemacht und getan. Und ich habe auch versucht, mich darauf einzulassen, aber es ging halt nicht. Beim ersten Ausgang, wo ich halt eine raus habe können, war ich sofort in Frankfurt. Und da am Hauptbahnhof über die Straße rüber, das war ein. Für Drogis ein Paradies, da standen sie alle. Ich habe sofort erkannt, man erkennt sich sofort. Ich bin halt dann so einem hin und braun und sofort habe ich was gekriegt und konnte wieder zurück und war nach einer halben Stunde zurück in der Einrichtung mit meinem Bommel. Und dann haben wir gesagt, okay, wir spritzen das jetzt nicht. Wer weiß, wie das ist, nicht, dass uns dann hier umfiegt und dann muss ich auch meinen Krankenwagen holen und da Überdosis. Und Tina, ja, komm, egal, ist ja nichts da. Aber ich habe mich durchgesetzt und haben eine Folie geraucht und ja, war ausreichend. Beim nächsten Mal war es halt dann doch wieder Spritzen. Also waren wir auf der Therapie, wir hatten in der Zeit dann schon zusammen ins Zimmer und sie war die treibende Kraft, weil die wollte die ganze Zeit raus. Und irgendwann war ich halt dann leicht genug und hab's halt dann zu abgemacht. Und dann sind wir auch zu zweit raus und haben es geholt. Und irgendwann hat es dann halt doch mal einer gesehen und die Ringkontrolle abgeben und war. Und dann habe ich halt, wir mussten dann aufs Zimmer, auf dem Zimmer bleiben. Und dann habe ich gesagt, ja komm, pack mal zusammen. Und dann sind wir erstmal nach Frankfurt gefahren am Main. Und haben uns da so ein Abbruchhaus gesucht. Und haben dann da erstmal gepennt und auf der Straße gewohnt und uns halt nicht mehr waschen. Dementsprechend haben wir kurzzeitig drauf auch schon gekrochen. Die Klamotten stanken und sahen aus. Und das Geld ist uns ausgegangen. Drogen waren halt auch nicht gerade billig, waren halt gut, waren schon, aber. Und dann gab es damals halt diese Regeln: du darfst nicht auf der Straße konsumieren, aber in einem Druckraum. Du wirst von der Polizei nicht irgendwie gegängelt, wenn du da was. Ja, schon, manchmal sind sie arschlich, aber meistens sind sie cool drauf und lassen die halt machen und dann kommen sie an und nehmen einen Ausweis. Und dann wirst du darauf hingewiesen, du sollst in den Druckraum gehen, weil dann wegen der Öffentlichkeit und bla bla bla. So, also, haben wir gesagt, ja, was machen wir denn? Es wird langsam kalt, es wird langsam Winter. Und das war auch einer von den richtig krassen Winter, die dann gekommen sind. Der war so richtig bitterkalt, bestimmt minus 20 Grad draußen, ganz hoch Schnee, Knie hoch. Aber davor sind wir zurückgefahren nach Siefeld-Hechendorf. Ja, kurz bevor sie gemeint hat, sie geht jetzt dort anschaffen. Es ist so weit, es geht nicht mehr anders, ich muss jetzt dann irgendjemanden einblasen für ein Fufi oder so. Da habe ich gesagt, hey, nein, das kommt nicht in Frage, wir fahren zurück. Und dann sind wir zurückgefahren nach Siefeld-Hechendorf. Ich habe voll schon geile Dreadlocks gehabt. Und ja, wir haben halt entgiftet, mal wieder. Das war echt eine harte Entgiftung da in einem arschkalten, zugigen Loch da. Ein Ding, wo du darauf passen musst, wenn andere Leute auch noch rein wollen oder da abhängen. Ey. Ja, wir sind dann zurückgefahren. Erstmal haben wir uns ein 24-Stunden-Ticket für die S-Bahn gekauft und sind dann hin und her gefahren. Dann haben wir mal richtig ausgeschlafen in einer warmen S-Bahn. Stunden fahren, halt wie blöd, weil wir konnten so am Bahnhof nur waschen. Ja, und dann sind wir da halt mit der S-Bahn gefahren und dann sage ich zu ihr, hey, jetzt reicht's. Es gibt ja Gesetze, wir gehen jetzt zu unserem Rathaus und dann sollen die uns unterstützen, die helfen uns bestimmt. Und zu ihr habe ich gesagt, du gehst jetzt zu deinen Eltern nach Hause, das ist mir jetzt egal, du musst, dann bist du versorgt, ich schlag mich schon durch. Ja, und ist auch so, sie ist nach Hause gegangen, hat da mit diesem Trara, schön, dass du da bist und ich bin halt dann da ins Rathaus und die haben mir ein Zimmer vermittelt. Ganz ohne Stress konnte ich dann da wohnen, erstmal.
richtig wieder ganz unten und dann wieder aufgerappelt, weißt du, aber wieder aufgehört auch erstmal. Dann habe ich wieder gekifft zu der Zeit, dann ging es mir wieder besser, dann konnte ich wieder essen, dann wieder Kraft gekriegt, dann wieder klar denken können. Dann gab es halt mal wieder so ein Versiegen der Quelle. Und kurz danach, nach diesem Versiegen der Quelle, hat mich meine Cousine angerufen und meinte, hey Alter, wie schaut's denn aus? Hast mal Zeit, kommst mal vorbei. Ja, und ich fahr halt dahin, war gerade wieder clean. Ja, und das schon. Also rückfällig, jawohl. Sagt sie, hey, ist das mal, kannst du vielleicht mal dir das anschauen, ob das was Gutes ist. Ich will ja keinen Dreck verkaufen. Ja, natürlich habe ich es probiert und Alter, war das krass, das Zeug. Ich habe einen Schuss gemacht und mir beinahe vom Stuhl gefallen, obwohl es ganz wenig noch war. War richtig gut. Geiler Geschmack, alles von, also richtig schick. Ja, und dann sagt sie, sie bräuchte einen Produkttester, der halt immer wieder die Sachen probiert, wenn sie einkauft. Und da bin ich. Ja, ich habe eigentlich kein Problem und habe es auch immer günstig kaufen können. Ich bin zu diesem Zeitpunkt noch arbeiten gegangen. Bei einer Kinderbuch, Ars Edition heißt das, Kinderbuchfirma, habe bei denen im Lager gearbeitet, war gerade wieder auf Methadon, ja, und bin halt arbeiten gegangen. Und dann kommt sie mit dem Zeug da und dann sofort das Methadon wieder sein lassen, weil ich genau wusste, wie lange da halt der Entzug ist. Ja, und da ist halt echt mal was Krasses auch passiert. Das war, ja, die Polizei wollte mich ja abholen und ich habe meinen Anwalt angerufen und gesagt, hey, was soll ich machen? Soll ich zum Haftantritt erscheinen oder soll ich lieber auf Flucht gehen und versuchen von außen wieder die Therapiestelle zu kriegen und zu dürfen, was wir es nicht lassen? Dann meint der tatsächlich, ja, auf Flucht gehen, ganz klar, und ist ja nicht strafbar. Ist auch richtig, ist nicht strafbar, aber du kannst jetzt nirgends mehr sehen lassen. Weil wenn du drauf bist, dann bist du auch dementsprechend dünn im Gesicht und hager und man sieht es auch in die Augen und so, man sieht es einem halt einfach an, dass man drauf ist und dann kommt unweigerlich der Polizist auf dich zu und verlangt einen Ausweis und den gibt er durch und dann ist der Haftbefehl offen und dann wirst du gleich verhaftet, das ist ganz logisch. Also konnte ich auch nicht irgendwo auf der offenen Szene rumhupfen und dann da Drogen verkaufen, wie es das meine Cousine erhofft hat. Die wollten mich nämlich als die da einsetzen, mit dem Nussspiel. Aber als die halt bei mir geklingelt haben, war ganz leise, man muss wirklich leise sein in sehr welchen Dörfer. Ich glaube zumindest, du kannst es atmen hören, ich hab die vor der Tür, das Rauschen von dem Funkgerät gehört. Ich habe das Auto weggefahren sind dann und habe dann erst einmal 10 Minuten gewartet und dann erst meine letzten Filter aufgekocht, mein Zeug zusammenpackt und bin auf Flucht gegangen. Das war das letzte Mal, wo ich diese Wohnung gesehen habe. Ja. Mein Nachbar haben sie dann so ultra krass festgenommen, weil sie gedacht haben, das bin ich. Der hat dann zum Auto rumbastelt, dann haben auf den Boden geschmissen und alles. Und ja, sie haben das hoffentlich danach entschuldigt, aber das kann man doch nicht einfach machen, ey. Und richtig krass. Entschuldigen, Mann. Ja, so geht's zu in Bayern. Ja. Bei mir war das halt dann so, mich haben es dann festgenommen, als wir eine Cousine wollte Koks kaufen und Edge kaufen. Dann sind wir nach Frankfurt, nach Main, weil sie wusste, wir kennen da Leute. Also sind wir da hingefahren. Da habe ich halt ihr auch jemanden vermittelt, der mich kannte vom Sehen. Also, wir haben das gekauft, aber da hat er so richtigen Scheiß an Schuhe gegeben, weil der allerletzte Dreck, weil die Piste hat ausgeschaut wie ein Multivitamin, sagt. Als hätte ich bei der Urinkontrolle, weil ich wurde ja verhaftet später, wäre das ein Multivitamin, sagt. So eine Farbe hat das gehabt. Diese dumme Drecksau. Weißt du, was ich meine? Das Koks war aber richtig geil. Er hat auf einen Klotz mitgegeben. Und natürlich war meine Cousine gierig in nochmal was, weil sie war eine Kokserin. Nichts anderes genommen, Koks war ihr Ding. Und fährt in Würzburg auf die Raststätte in Bayern. Weißt du, Würzburg, das war die erste Raststätte nach Frankfurt, wo er halt da, was er draus haben können.
oder ich weiß nicht, ob es die erste ist, aber auf jeden Fall war es die erste in Bayern. Und wir sind gerade mal ein paar Minuten gestanden und haben sie uns ja schon verhaftet. Die Geschichte habe ich auch schon erzählt. Und dann war ich da in Würzburg, in diesem blöden Polizeigefängnis erst drin und dann auf der Krankenabteilung in der JVA Würzburg. Da war es dann sehr angenehm, weil die Leute halt da normal auf mich gewirkt haben. Ich war die ganze Zeit auf Flucht, hey, und da hat mir halt bis zum Gehtnimmer auf irgendeinem Dreckszeug, was sie mir da reingestreckt hat in das Gras. Aber das Coole ist, die hat halt so bei so einer Garage dahinter so eine kleine Plantage gehabt. So eine Grasplantage. Ich glaube, die haben es bei ihr erstmal gar nicht gefunden, weil die haben es auch, die hat auch Bewährung gekriegt damals. Im Gegensatz zu. Aber ich habe ja da, wir konnten es keine Tatbeteiligung nachweisen, mit dem, was wir da gehabt haben. Ja, ich habe gesagt, das gehört man nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Meine Freundin hat das auch gesagt, Tina. Und meine Cousine hoffentlich hätte es halt auch sagen sollen. Erstmal hat sie es versucht, auf mich zu schieben, aber irgendwann haben wir, glaube ich, hat es dann auch gesagt, nein, ich weiß nicht. Am Ende ist halt sie glimpflich damit davonkommen, als Führerin von dem Auto. Ich habe mir noch nicht einmal einen Führerschein genommen, glaube ich, erstmal. Aber als später dann erwischt worden ist, dann schon. Da hat sie ja die Kinder auch noch mit eingespannt, die war echt drauf. Ja. Die haben halt dann die, als Polizei kommen ist und geklingelt hat, und Polizei kommt, schmeißen die Ecstasy aus dem Fenster. Und das waren die Kinder. Genommen haben sie es nicht, ja. Aber mitgekriegt haben sie es halt, dass sie verkauft. War schon ultra kacke. Ja, aber ich war ja in Haft, weißt du. Bei mir hat das Besuch gekriegt von der Polizei, die haben sich sowas vorgeworfen und ich habe gesagt, die weiß nicht und die weiß nichts. Und dann habe ich nie wieder was davon gehört. Ja, das ist, ich bin nicht. Danach haben sie bei mir haben sie wohl lassen, sag ich mal so. Aber eine coole Nummer war schön. Dann kriege ich noch einmal Besuch von der Polizei. Dann halten sie mir vor, stören mir zur Totenruhe. Weil ich am hinterm Josefsplatz in München in Schwabing, da ist so eine kleine Grünfläche, da waren, stehen ein paar alte Grabsteine rum. Und ja, das ist ein alter Friedhof, aber es ist halt kein Friedhof in dem Sinn. Da joggen Leute rum, da spielen sie Tennis über die Steine rüber tagsüber. Und wir waren halt am Abend da und auf Gossip geschminkt und haben Fotos gemacht. Und diese Fotos haben sie gefunden. Und weil ich halt keinen Stress haben wollte, habe ich dann mich bereit erklärt, dass sie diese Fotos behalten und dass sie es halt vernichten können und aufgrund dessen werde ich nicht angeklagt. Fertig. Aber ich fand es halt schon befremdlich, dass sie da deswegen so einen Aufstand machen wegen so Pillepalli-Fotos, weil die waren echt harmlos, weißt du. Naja. Viel unangenehmer war mir, dass sie da noch ganz am Haufen andere Fotos gesehen haben, die sie halt überhaupt gar nichts angehen, weißt du, so ganz private Sachen, so richtig privat. Und da frage ich mich schon, hey, wie kann man das denn rechtfertigen, dass wildfremde Menschen Wohnungen rumstöbern, wegen 4 Gramm Arsch. Weil das war ja damals der Auslöser. Naja, keine Sorge.